Gut, und dann sind wir hier zurück nach 3 Tagen, konnten jetzt hier alle 4 Wachse bzw. PTFE, Fluorharz, Versiegelung, je nachdem wie ihr das nennen wollt, auf der Motorhaube hier ablüften, eintrocknen und können jetzt hier ihre volle Wirkung zeigen. Haube soweit gereinigt, mit Wasser abgespült, den Blütenstaub entfernt und jetzt schauen wir uns mal hier das Abhellverhalten an. So, und dann schauen wir uns hier unten links als allererstes das Kiwami an. Bilden sich sehr schnell Tropfen aus, läuft schön und schnell vom Lack runter. Und hier oben sieht man auch nochmal genau die Kante hier, wo das Klebeband vorher auf dem Lack war. Da sieht man einen deutlichen Unterschied. Also Abperlverhalten fällt mir gut. Schnelle Tropfenbildung gibt es auf jeden Fall nichts auszusetzen. Dann gehen wir mal direkt hier zum Fusaco 12M rüber. Hier in der Mitte habt ihr nochmal die Trennung. Und auch hier das gewohnte Bild. Schnelle Tropfenbildung, läuft auch super vom Lack runter, so wie wir es gewöhnt sind. Hier oben haben wir nochmal den Übergang. Jetzt vergleichen wir mal die beiden. Ich denke, da ist kaum Unterschied sichtbar. Ihr könnt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist ja alles auch ein bisschen Ansichtssache hier, aber ich denke, ihr seid da mit mir einer Meinung, dass das hier sehr, sehr ähnlich ist. Vom Abperlverhalten, vom Tropfenbildungsverhalten und so weiter. Dann schauen wir uns mal hier oben das King of Gloss an. Und auch hier nochmal im Vergleich mit dem Kiwami. Sieht auch sehr ähnlich aus. Also ich kann hier wirklich keine deutlichen Unterschiede feststellen. Hier interessiert mich wie immer eure Meinung, was ihr so sagt zum Thema. Und jetzt schauen wir uns noch das Dark and Black Wax an, oben links. Und hier wird es richtig deutlich. Schaut mal, wie lange das hier braucht, um dann Tropfen auszubilden. Und jetzt schauen wir uns mal hier das King of Gloss als Beispiel an. Also das ist wirklich ein deutliches Bild. Nochmal das Black Wax gegen das Fusacoat. Und jetzt nochmal alle 4 hier im Vergleich. Ja, und dann gehe ich jetzt auch nochmal hier mit dem normalen Wasserschlauch über die Flächen drüber, hier beim Kiwami. Und jetzt könnt ihr euch mal einen schönen Eindruck hier machen, wie nochmal das Abperlverhalten ist, das Ablaufverhalten, wie schnell bilden sich hier Tropfen aus. Jetzt gehe ich auch mal langsam drüber. Ich versuche mal wirklich hier den Abstand zum Lack immer gleich beizubehalten. Machen wir jetzt ähnlich wie beim Kunststoffpflegevergleich, machen wir das hier auch beim Lack. So, jetzt gehen wir mal zum 12M. Hier nochmal der Übergang, deutlich sichtbar. Das 12M, das läuft super schnell runter, also ihr seht schon, wie schnell sich das ausbildet, hier die Tropfen. Dann nochmal der Vergleich, 12M Kiwami. Also für mich ist hier das 12M leicht im Vorteil. Das ist echt schwierig hier, euch das so richtig deutlich zu machen. Aber ich denke mal, ihr könnt es auf jeden Fall hier erkennen. Gehen wir mal zum King of Gloss. Das King of Gloss hier oben. Läuft auch relativ gut ab. Ich nehme da nochmal alle 4 Flächen hier in den Vergleich. Gehen wir erstmal nur hier oben lang.
Jetzt gehen wir auch nochmal zum Dark and Black. Ja, und hier wird ganz deutlich, schaut mal, wie langsam hier sich dieser Wasserfilm zurückzieht. Im Gegensatz des King of Gloss. Ich gehe nochmal rüber. Jetzt nehmen wir auch nochmal hier das 12M und das Black Wax in einen Vergleich. Vielleicht kann man das deutlich machen. Ja, ihr seht, schaut euch mal an, wie schnell sich hier dieser Wasserfilm zusammenzieht. Ich denke mal, jetzt wird es gleich deutlich. Achtung! Also auf jeden Fall sehr gut zu sehen. Jetzt vergleichen wir auch nochmal die beiden hier unten nochmal. Und das sieht wieder sehr ähnlich aus. Jetzt nehme ich euch nochmal hier mit in die Nahaufnahme rein und wir schauen uns nochmal hier das Tropfenbildungsverhalten an. Und ich gehe jetzt hier mit dem Nebelsprüher, dann fangen wir mal direkt an. Das ist wirklich ein ganz, ganz feiner Nebel. Bilden sich sehr schnell auch kleinste Tropfen aus. Und es läuft auch sehr schnell hier vom Lack runter, das sieht sehr gut aus. Jetzt haben wir uns mal das Abhellverhalten angeschaut, Fazit gibt es später. Und jetzt kommen wir direkt hier mal zu dem kleinen Versuch, hier das Ganze vom Lack wieder abzutragen. Das 12M hatten wir schon in einem der letzteren Videos gesehen, aber die anderen drei waren noch nicht jetzt hier in diesem Test. Und deswegen beginnen wir jetzt mal hier mit dem Waschhandschuh und einem frisch aufgeschäumten Eimer hier mit Chemical Guys Clean Slate, das hier vom Lack runter zu waschen. Und heute habe ich mal einen Neuzugang hier in meinem kleinen Waschinventar, hier der Monello Waschhandschuh. Den schauen wir uns später auch nochmal hier im Detail an. Und jetzt gehe ich mal hier in den Shampoo-Eimer rein. Und jetzt kann ich auch über die gesamte Fläche drüber gehen. Und ich versuche jetzt wirklich die gesamte Motorhaube mit dem gleichen Druck hier zu bearbeiten. Und dann schauen wir uns mal an, ob hier eines der vier Produkte bei der ersten Wäsche schon hier an Leistung verliert. Ich gehe auch gleich nochmal hier ein zweites Mal über die Seite. Immer mit gleichbleibendem Druck, um möglichst realistisch hier ein Ergebnis zu bekommen. So, jetzt machen wir dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Und jetzt spülen wir mal hier den überschüssigen Schaum noch von der Motorhaube wieder ab. So, und dann schauen wir uns jetzt hier mal das erste Ergebnis an, nach der doppelten Clean Slate Wäsche, hier unten beim Kiwami. Zeigt immer noch ein gutes Ablauf- und Abperlverhalten. Aber es ist schon ein klein wenig schwächer geworden, oder? Was sagt ihr? Wasserfilm reißt trotzdem noch sehr schnell auf. Es läuft hier vom Lack runter. Gehen wir mal hier oben zum King of Gloss. Eigentlich sehr ähnliches Bild. Hat aber auch irgendwie ein bisschen an Leistung verlassen, wenn man das mal mit den vorhergehenden Bildern vergleicht. Deswegen gebe ich euch jetzt gar nicht so hier das Riesenfeedback, weil ihr solltet euch einfach selbst hier noch ein Bild machen und hier nicht irgendwie euch durch mich beeinflussen lassen. Schaut es euch an und urteilt selbst und schreibt mal hier eure Meinung unten in die Kommentare rein. Ich brauche unbedingt da euer Feedback. Jetzt schauen wir uns mal hier unten links das 12M an. Und hier bin ich gerade richtig überrascht. Guckt euch das mal an. Und diese Haube ist ja wirklich nur geknetet. Also im letzten Test, als wir versucht haben, hier das 12M vom Lack runter zu bekommen, da war die Haube poliert. Da ist wohl die Haftung hier vom 12M nicht so von herausragender Leistung. Schaut euch das mal an hier. Das ist wirklich richtig übel und beeindruckend an der Stelle, weil normalerweise kennt man ganz andere Abperlverhalten und Ablaufverhalten hier vom 12M, dann bekommt ihr hier so ein Bild, nachdem ihr zweimal mit dem Clean Slate hier über die Haube drüber gegangen seid. Also das ist wirklich ein richtig krasser Unterschied. Schaut euch das mal hier zum
die Wärme den Unterschied an. Und jetzt schauen wir auch nochmal hier das Dark and Black Wax an. Und auch das hat schon arg hier an Leistung eingebüßt. Also da könnte man fast wieder von einer komplett versiegelungsfreien Haube sprechen. Schaut euch das mal an hier. Und jetzt im Gegensatz nochmal die beiden anderen hier drüben auf der anderen Seite. Also das ist wirklich ein erstaunliches Ergebnis. Und wenn ihr da eine Idee habt, woran es liegen könnte, dass das 12M hier zum Beispiel gerade richtig versagt, obwohl wir eine gründliche Vorreinigung gemacht haben, geknetet haben, die Haube nochmal komplett hier entfettet und alles, bin ich echt erstaunt vom Ergebnis hier. Ich bin jetzt hier mit dem Vorreiniger von Makra, mit dem Ecolution, nochmal über die gesamte Haube drüber gegangen und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Und jetzt seht ihr ganz deutlich hier, auch im unteren Bereich, hier ist echt nichts mehr auf der Haube drauf. Das hat echt alles runtergenommen hier. Und damit kommen wir zu einem kleinen Zwischenfazit. Wir lassen jetzt hier erstmal das 12M hier vorne auf der linken unteren Fahrzeughälfte etwas außen vor. Wir schauen uns erstmal die drei anderen an. Hier von der Widerstandskraft kann ich euch sagen, dass das Kiwami und das King of Gloss doch eine höhere Widerstandskraft hat als hier das Dark and Black. Das sieht man ja auch an der Standzeit. Das Dark and Black soll ja einen Monat hier auf dem Fahrzeug halten und hier die beiden sind ja mit 3 Monaten angegeben und das hat auch hier dieser kleine Test gezeigt. Das heißt, ihr habt hier bei diesen beiden einfach eine höhere Standzeit. Abprallverhalten hat mir hier bei den beiden auch besser gefallen. Das Dark and Black war da etwas abgeschlagen. Damit freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Ciao.